Ja, dann geh mal runter zu ihm, ne? Wir wissen ja jetzt, wo seine Brille ist. In seiner Tasche, natürlich. So, Wirrwarr. Wirrwarr? Sag mal, deine Brille, ist die zufällig in deiner Tasche? Woher soll ich denn das wissen? Ja, dann. Ach, ich wünschte, ich hätte sie jetzt endlich. Dann. Ich glaube, was Mal meint ist, schau doch mal in deiner Tasche nach. Oh, okay. Meine Brille. Wer die da wohl hingetan hat? Tja. Sag mal, kenne ich euch? Ich bin Mal und das da ist Flachs. Wir sind Freunde von König Nick. Wir sollen dir mit dem Niedlifizierer helfen. Wunderbar. Willkommen in der Niedlich-Mannschaft. Wartet, ich zeige euch mal, woran ich gerade arbeite. Gentlemen, das hier ist die Blaupause für Viderlus Übelator. Aha. Also, ihr seht diese 12 Gegenstände, die hier innen am Schiffsdeck montiert sind? Mhm. Das Eis, den Wal und so weiter? Mhm. Nun, diese Dinge liefern Viderlus die Energie für seinen Übelatorstrahl. Wir brauchen ebenfalls 12 Gegenstände als Kraftquelle für den Strahl an unserer Maschine. Aber bis jetzt habe ich nur einen finden können. Och, die Suche nach den fehlenden Sachen sollte ja nicht allzu lange dauern. Wir haben ja schon den Bauplan. Da wissen wir doch wenigstens, wonach wir suchen müssen. Nicht ganz so leicht. Wenn wir die gleichen 12 Dinge benutzen, wird ein zweiter Übelator draus. Ist doch logisch, oder? Was wir brauchen, sind 12 andere Gegenstände. Sachen, die sich deutlich davon unterscheiden. Also Gegenstände, die einen anderen Effekt bewirken. Ah ja, klar. Du sagtest vorhin, du hättest schon einen Gegenstand, der funktioniert? Ja, genau. Hier, schaut noch mal auf den Bauplan. Das Einzige, was bis jetzt zu funktionieren scheint, ist Zucker. Es klappt, wenn ich ihn genau hier montiere, wo bei der Maschine von Viderlus die Würfel sitzen. Aber warum? Würfelzucker? Keine Ahnung. Tja, Wirrwarr, wir machen uns besser auf den Weg. Je eher wir die fehlenden Teile finden, umso besser für uns alle. Wartet! Ihr werdet die Baupläne des Übelators brauchen. Wo hab ich sie doch gleich? Du hast sie in der Hand, Wing Commander. Oh. Das erinnert mich noch an was anderes. Ich wollte euch doch noch was Hilfreiches mitgeben. Einen bodenlosen Beutel, in dem ihr die ganzen Teile transportieren könnt. Oh, sowas ist ja praktisch. Vielen Dank, Wirrwarr. Hervorragend. Und bitte lasst euch ab und zu mal wieder hier blicken. Wir können dann mal verschiedene Teile in den Niedlifizierer einsetzen, um zu sehen, ob sie funktionieren. Oder wir reden einfach nur ein bisschen. Okay? Okay. Ich danke euch, meine neuen Freunde. Und viel Glück. Okay. So, was haben wir denn da? Können wir uns hier mal angucken? Ah ja. So, also das hier ist... Aber wieso ist das jetzt nicht markiert? Ich kann mir das nur so erklären, dass das dann Würfelzucker ist, ja? Hm. Ja, aber mit den anderen Sachen... Boah, da müssen wir echt mal gucken, ne? So, haben wir noch was mit ihm zu bequatschen? Hallo, Wirrwarr. Wer ist dieser Wirrwarr? Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann ihm ums Verrecken kein Gesicht zuordnen. Er ist du. Wer ist wer? Du bist Wirrwarr. Ach ja, natürlich. Ich bin ja Wirrwarr. Hödihö, habt ihr zwei Schnabeltassen vergessen, wer ich bin? Stöhn. Seufz. Okay. Sag mal, Wirrwarr, kannst du uns sonst noch etwas über unseren Auftrag erzählen? Oh, hätte ich fast vergessen. Ich will euch ja keine Angst machen, aber es existiert eine entfernte Möglichkeit, dass Viderlus eure Einmischung in diese ganze Geschichte als leicht irritierend empfindet. Ha, ha, ha. Das ist ja so, als bezeichne man Cyanid als unbekömmlich. Tja, vielleicht. Aber da er nur selten sein Schloss verlässt, dürfte er kaum ein Problem darstellen. Aber König Nick wollte trotzdem, dass ich euch warne. Und zwar vor diesen dreien.
Was ist das? Goggles und Lagnat. Oh, die Schläger vom Widerlos. Schlecht, ganz schlecht. Genau. Wir werden unser Bestes tun, ihnen auszuweichen. Okay, das heißt also, wir haben drei Feinde, ja? Hast du schon mal gehört, dass Leute das Wort Amnesiefall im Zusammenhang mit dir benutzen? Ja, ich glaube schon ein paar Mal. Aber ich fürchte, ich habe vergessen, was es bedeutet. Wie war deine Frage nochmal? Oh, der Ärmste. Er scheint aber auch ein bisschen überarbeitet zu sein. Vor kurzem hast du uns ein Bild von Widerlos Schlägern gezeigt. Hab ich? Oh Gott, ich hoffe, ich habe euch keine Angst gemacht damit. Also eigentlich wollten wir dich bitten, ob wir es nochmal sehen können. Nochmal? Na ja, von mir aus gut, wenn ihr unbedingt wollt. Hier sind sie. Feedback, Goggles und Lagnat. Und dazu noch ein guter Rat. Geht ihnen um jeden Preis aus dem Weg. Sir, und wir wollten doch glatt eine Party für sie schmeißen. Also der eine hat ein extrem großes... Sehr unklug, sehr unklug. Naja, aber der gute Wille zählt ja auch schon etwas. Genau. Also der eine von den Bösewichten, der hatte ein ziemlich großes Ohr, der andere hatte ziemlich große Augen und der dritte hatte eine Kanone. Und hat König Nick mal nach uns gefragt? König wer? Nick! Dein Boss! Oh, ihr meint bestimmt König Nick. Er ist mein Boss, müsst ihr wissen. Ach so. Er hat übrigens mal nachgefragt, wie ihr beiden mit dem Nitrifizierer vorankommt. Ah, und was hast du ihm gesagt? Wem gesagt? Nick gesagt. Wegen unserer Arbeit am Nitrifizierer. Ach was, das brauche ich ihm doch nicht zu sagen. Das weiß er doch schon. Klar, aber... Ach, vergiss es. Wie läuft's mit dem Nilifizierer? Oh, nein, nein, nein. Der läuft auf keinen Fall, bevor er nicht fertig ist. Davon red ich doch. Sind wir denn nahe dran? Nahe? Klar, der steht doch da drüben. Ah, prima. Können wir ihn uns mal ansehen? Aber sicher. Die neuen Bauteile werden also einfach in die Öffnungen rund um die Steuerung des Nidifizierers eingesetzt? Ja, stimmt. Wenn man alle Bauteile installiert hat, drückt man einfach auf den großen roten Knopf, um die Maschine anzuwerfen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, wird uns der Computer Bescheid sagen. Aha. Also hier, okay. Wir sind wohl ein wenig vergesslich, wie? Denk daran, die Maschine besteht aus 12 Bauteilen. Ja. Wollt ja nur mal schauen. So, hast du uns noch was zu sagen? Hallo, Wirbar. Ah, meine strengst geheimsten Helfer sind wieder da. Muss er uns immer so nennen? Oh ja, der hat ja noch einige Themen. Wirbar, wie kann ich dir das jetzt schonend beibringen? Dein Gedächtnis ist wie ein Sieb, das ziemlich viele Artillerie-Volltreffer abbekommen hat. Ach, Wischiwaschi. Mein Gedächtnis ist in absolut erstklassigem Zustand. Okay, machen wir doch mal ein kleines Experiment. Nur so zum Spaß. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 10 aus. Okay, hab ich. Und jetzt sag sie mir. Was sagen? Genau das meine ich. Könnten wir noch mal das Bild von Widerlos Schlägertruppe sehen? Hier sind sie. Feedback, Goggles und Lagnat. Grausam. Ja. Bösartig. Wisst ihr, der obere hat ein großes Ohr, unten rechts, der hat ziemlich große Augen oder eine Brille und der links unten hat so eine komische Kanone mit einer Zunge raus, eine Mundkanone oder sowas. Danke, dass du uns daran erinnerst, Wirrwarr. Ja gut, ich denke, das sind jetzt... Wirrwarr, Flax und ich suchen noch ein paar Teile für den Nidrifizierer. Mach du so lange ruhig weiter mit dem, was du so machst. Okay. Ich denke mal, das ist jetzt, waren eh nur wieder die Themen, die wir schon mal hatten. Ja. Da wird er wahrscheinlich noch abgeschlossen sein. Diese Tür ist verriegelt. Ja, okay. Das heißt, ja, wir gehen mal raus, ne? Falls das geht. Ja, geht. Okay. Hm? Ja, auch schon wieder, ne? Der ist ja total selbstverliebt hier.
Ein komischer Vogel. Zukünftiger Standort der Königlichen Botanischen Gärten. Ich kann's kaum erwarten. Mhm. Zukünftiger Standort der Königlichen Botanischen Gärten. Hallo Jungs, ich bin Mal Block und das hier ist mein Freund, Flachs W. Wild. Wir bauen an einer Maschine, die Niedlingen retten wird. Wir bauen heimlich an einer Maschine, die... Heimlich, ja, ja. Hör mal, das sind doch die Palastwachen. Meinst du, die wissen nicht, was hier abläuft? Eine Maschine? Bauen? Niedlingen? Aha, okay. Ja. Also, was genau macht ihr Jungs denn hier? Komm, zeigen wir es ihm, Sparky. 2, 3, 4... Bibidi-bip-bu-bibidi-ba! Bip-bu-bip-bu-bibidi-ba! Yatta-ta-ta-tiddly-ta! Yatta-tiddly-tiddly-ta! Skiddly-diddly-dibidi-du! Ups! Das ist unser kleiner Hallo-Tanz! Da steckt sogar eine Botschaft drin! Genau! Er bedeutet... Hallo! Wir hoffen, er hat euren Trip zum Palast heute ein bisschen schöner gemacht! Ja, klasse! Vielen Dank, Jungs! Ja, du wirklich super. Uns nicht zu danken. Dein Lächeln ist Dank genug. Könnte das der Schlüssel für oben, also für die Tür sein, die dazu ist? Eure Tanznummer ist sehr interessant. Zumindest hat sie für ein interessantes Gefühl in meiner Magengrube gesorgt. Oh oh. Wollt ihr, dass wir sie nochmal vorführen? Vielleicht mit etwas mehr Schwung? Nein! Oh. Ich glaube, was er sagen will, ist... dass ihn alleine schon dieses Angebot aufmuntert. Hip, hip! Hurra! Okay. Ihr Jungs steht doch bestimmt in ständiger Verbindung mit König Nick, richtig? Ja, allerdings, da Bumster. Jawohl, Sirdido! In diesem Falle könnt ihr mir bestimmt helfen. Aber natürlich! Wenn wir euch helfen können, fühlen wir uns am ganzen Körper richtig... In Ordnung. Also... die Sache ist die, ich habe den König nur einmal getroffen, ganz kurz. Er war sehr nett zu mir, aber ich würde gern etwas mehr über ihn erfahren. So die Insider-Story. Was könnt ihr beide mir über seine königliche Lächelheit sagen? Tja, er ist unser König. Und sein Name lautet Nick. Hip, hip, hurra! Das war's? Das ist alles? Das ist alles. Du brauchst doch bestimmt einen Stift und viel Papier, um dir das alles zu notieren. Ja, doch, doch. Mann, das war aber ein harter Tag heute, was? Stimmt's nicht, Flachs? Ja. Wir könnten wirklich ein bisschen Aufmunterung vertragen. Mayday, Mayday! Unsere Freunde haben Frustritis. Schnell! Den Tanz! Oh, nein, wartet mal. So schlimm war der Tag eigentlich gar nicht. 2, 3, 4. Bibidi-bip-bu, bibidi-ba. Bip-bu-bip-bu, bibidi-ba. Oh, danke. Guck mal, unser kleiner Freund hat was verloren. Wie schade aber auch. Ja-ta-tiddly-tiddly-ta. Skiddly-diddly-dibidi-du. Tja, schnell den Beutel damit und dann... Tagchen, Jungs. Na, gucke mal. Unsere Freunde sind wieder da. Hip, hip. Hurra! Ja gut, das ist ja wieder der Tanz. Aber was ist... Okay, also abgesehen von dem Namen Nick und der Tatsache, dass er von Beruf König ist, könnt ihr mir sonst noch was über euren Boss erzählen? Nee, nix. Oh. Aber nicht traurig sein. Wir haben etwas ganz Besonderes eingeübt. Nur für euch. 2, 3, 4. Wir möchten helfen. Euch so gerne helfen. Wirklich gerne helfen. Doch wir können nicht. Wir möchten euch damit auf unsere Art sagen, wir möchten euch wirklich gerne helfen. Aber wir können nicht. Okay, alles klar. Wir müssen los. Ihr Jungs wollt schon wieder gehen? Wir werden euch vermissen. Ihr werdet uns doch nicht vergessen, oder? Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich wüsste jetzt mal gerne, ob das der Schlüssel für die Tür da ist. Hier die.
Zack. Komme ich jetzt hier raus? So. Tja, so leicht lassen sich die Probleme der Welt lösen. Ah. Mal abgesehen von den anderen 1110, die grob geschätzt noch vor uns liegen. Hey, überall. Also, boah. Und der bewegt sich sogar. Das ist schon... Das weiß ich nicht. Wow, eine geheime Falltür. Aha. Mal, du bist ein Genie. Das heißt, ich glaube, du bist ein Genie. Du hast doch nach einer Falltür gesucht. Stimmt's nicht? Nein. Ich hab nur gesehen, dass man das anklicken konnte und ich dachte mir so, hey, klick da mal drauf. Ah, das ist die Spieluhr. Und das ist eine Nachricht? Erinnere dich. Öffne dich für Höheres, ohne dich niederen Gedanken zu verschließen. Auch wenn der rechte Weg versperrt ist, öffne nicht das linke Tor. Klingt wie ein Sinnspruch zum Mutmachen am Morgen. Das klingt seltsam. Okay, die nehmen wir mal mit, dann kann er nämlich nicht mehr schlafen. Wenn ich doch nur in meine Welt zurückkehren könnte, indem ich einfach durch diesen Spiegel ginge. Ja, Schubladen. Ach so. Was genau ist denn jetzt eigentlich das Ziel hier? Jetzt sind alle offen. Aber das ist... Ist das jetzt richtig? Oh, ich glaube, da hat sich was getan, oder? Aber hallo, wir haben einen Geheimgang geöffnet. Es lohnt sich also doch, wenn man seine Socken säuberlich einsortiert. Also war es die obere und die untere Schublade, also die zwei großen, okay? Erinnere dich. Öffne dich für Höheres, ohne dich niederen Gedanken zu verschließen. Auch wenn der rechte Weg versperrt ist, öffne nicht das linke Tor. Jetzt macht die Notiz auch Sinn, ne? Der hat uns praktisch durch die... Also verraten, dass wir oben und unten öffnen sollen. Also die zwei großen und rechts und links. Die zwei kleinen sollen wir zulassen. Okay. Ja gut. Geheimgang? Ja. Das ist zu klein. Würde ich nur kaputt machen. Ach so. Ja, dann... Flugs? Vielleicht so? Ich dachte, das hätte... Also das im Boden hätte sich geöffnet. Ich bin irgendwie zu groß, um diese Leiter raufzuklettern. Könntest du vielleicht mal hochgehen und dich in Nicks Bett umsehen? Willst du, dass ich ihm Juckpulver reinstreue? Ja. Nein, such nur nach irgendwas, das uns helfen könnte. Spielverderber! Hier liegt ein Gutschein für ein Gratiskostüm aus Miss Schnitz Kostümverleih. Okay, das können wir ja eventuell gebrauchen. Lässt sich nicht öffnen. Ja, das... Ist wahrscheinlich von der anderen Seite verriegelt. Ach so, von der anderen Seite. Okay, was mit dem Seil? Oh oh. Oh oh. Komm schon! Wie können Sie es wagen, Sir? Das ist das private Rufseil des Königs. Tut mir leid. Dass mir das bitte nicht nochmal passiert. Hä? Ich dachte, er schmeißt uns jetzt hier raus, weil wir hier alles durcheinander werfen. Okay. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier richtig Ärger, weil wir im Zimmer des Königs sind, aber anscheinend ja nicht, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Dann gehen wir mal durch den Geheimgang. Oh. Wo sind wir denn hier gelandet?
Ach, guck mal, da ist die Fall. Ist das die Falltür von da oben? Also von dem Schlafzimmer vom König? Kann man hier nichts machen? Bodendiele. Hey, Flax, stell dich doch mal bitte kurz dahin auf das lose Bodenbrett, ja? Klar, Kumpel, was immer du willst. Flax, du hast es geschafft. Mann, ganz schön hart. Der Sprung? Der Boden. Okay, das heißt, wir haben ja jetzt praktisch eine Falle gebaut. Die Falltür zu öffnen, mein kleiner Freund. Ja. Hat auch richtig Spaß gemacht, meinen Kopf als Stoßdämpfer zu benutzen. Das heißt, wir können da wieder den Teppich drüber legen und können da eventuell den Butler dann... Aber dann fällt er nur hier unten, hier nach unten und... Ja, aber scheint sonst hier... Das heißt, wir basteln uns jetzt hier eine schöne Falle, ja? Nette Tarnung. Ja. So, und dann? Ja, eigentlich wieder hier, ne? Oder müssen wir erst... Müssen wir vielleicht erst hier wieder zumachen? So, genau, jetzt kommt er nämlich nicht mehr raus. So, jetzt klingeln wir. Alarm! Komm schon, eure Hoheit! Ich... Natürlich. Oh. Oh oh. Au. Au. Oh oh. Oh, Schmerz. Oh, das hätte ich jetzt... Oh, der Arme. Der war zwar arschig, aber... Das heißt, wir können uns jetzt oben die Trophäe holen. Also ich vermute mal, weil wir durften das ja eben nicht, aber... Was machen wir dann mit dem Fisch? Ist das vielleicht schon ein Teil für den Niedlifizierer? Sieht aus wie der berühmte eine Fisch, den man nicht gefangen hat. Gut. Ja, dann... Weiß ich nicht, was... Bleibt hier noch... Können wir da vielleicht noch mal rein? Bitte nicht stören. Schau mal, da hängt eine Nachricht am Türknauf. Bitte nicht stören. Bin schwer beschäftigt damit, Alternativpläne zur Rettung meines Königreiches auszuarbeiten. Vielen Dank. Na gut. Ja, und hier müssen wir uns auch noch mal was überlegen, ne, wie wir da reinkommen. Aber ich würde sagen, wir verlassen erstmal das Schloss, weil wirklich was zu tun gibt es hier ja nicht mehr, ne?